würden mich die Kollegen beschreiben? Ich denke, dass sie sagen würden, dass ich doch schon ein sehr offener Mensch bin. Ja, ich bin sehr gesprächig. Meine Arbeitskollegen würden mich beschreiben als freundlichen, zuvorkommenden Menschen, würde ich jetzt mal behaupten. Hilfsbereit, zuverlässig, als das würden mich meine Kollegen beschreiben, denke ich. Ich bin jetzt seit fast drei Jahren im Außendienst. Die erste Zeit war natürlich nicht leicht. Es war jetzt nicht so, dass ich kein Selbstbewusstsein hatte, aber das war stark ausbaufähig. Ich möchte ganz gern unterwegs sein, nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzen. Ich sitze zwar gern mal vor dem PC, aber nicht den ganzen Tag. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kommunikation mit dem Kunden auf professioneller Ebene ist, aber dass man trotzdem man selbst bleibt. Der Umgang mit meinen eigenen Auszubildenden ist für mich natürlich was Besonderes, weil ich die Bedürfnisse ja noch kenne. Und da versuche ich dann natürlich auch an meine Ausbildung zu denken. Wie ist man mit mir umgegangen? Was kann man da besser machen? Bei Hellmann haben wir ja diesen Slogan Hellmann Family. Und ich für mich persönlich muss sagen, also ich identifiziere mich auch damit, weil ich habe im Prinzip ja in meiner Ausbildung neben jedem einzelnen Mitarbeiter einmal gesessen, mit jedem zusammengearbeitet und ich kenne jeden mit Vornamen hier. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich kenne auch zu jedem Mitarbeiter seine Geschichte und von da habe ich dann natürlich noch eine ganz besondere Bindung dann auch. Ich habe sicher einiges über Kommunikation auch dazu gelernt, weil es einfach natürlich ein wichtiger Anteil der Arbeit ist, sei es jetzt im ständigen Telefonkontakt oder auch im persönlichen Kontakt mit den Kollegen. Ich hatte auch noch die Möglichkeit, nebenberuflichen einen Master zu machen. Da hat mich Hellmann auch unterstützt, sodass ich neben der Arbeit auch noch mal wieder studiert habe, noch quasi. Solche flexiblen Möglichkeiten habe ich hier. Das hilft natürlich sehr. Einfach weil ich nicht aus dem Bereich Logistik oder Spedition komme und erstmal kennenlernen musste oder erfahren musste, was Spedition denn überhaupt ist. Ich habe mich da sehr, sehr schnell eingefunden und ich habe dann gemerkt, okay, das macht mir unfassbar viel Spaß und dadurch ist mein Selbstbewusstsein auch gewachsen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich muss mich wohlfühlen in meinem Umfeld und das ist das, was mir wichtig ist. Man merkt schon auch den familiären Hintergrund und dass die Menschen wichtig sind. Gleichzeitig hat man aber die Möglichkeiten, die man sonst vielleicht auch in einem Konzern, in einem großen Unternehmen hat. Ich sag mal, eine Spedition ist ja alles, aber nicht langweilig.